So, und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Heute sind wir hier bei diesem wunderschönen Flussübergang, den wir jetzt einfach mal rüberreiten. In der letzten Folge haben wir ja einiges gesehen, einiges von der Storyline gehört. Wenn ihr das verpasst habt, schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge rein, sehr interessant. Und wir spielen jetzt einfach mal hier weiter und gucken mal, was uns jetzt hier Wunderschönes erwartet. Das sieht sehr nach Hinterhalt aus, muss man mal ganz klar sagen. Ist die Frage, kann ich hier einfach mit dem Pferd runterhüpfen? Oder mag das mein Pferd gerade nicht? Es sieht so aus, als ob mein Pferd das nicht möchte. Aber wird hier gezwungen. Okay. Also, wir sind auf jeden Fall in Seattle. Suchen die Jungs und Mädels von WLF. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Genau. Das macht mir Angst. Genau. Würde mir eigentlich auch Angst machen, weil das sieht so verlassen aus, dass das schon wieder zu verlassen ist. Dass hier bestimmt irgendwelche Patrouillen. Hier irgendwo langschleichen könnten. Aber mal gucken. Wir lassen uns überraschen, was wir hier so finden. Ich hoffe nicht, dass wir unten in den Hinterhalt laufen. Weil, wie wir ja alle wissen, Ellie ist auf einen Rachefeldzug. Lass uns doch mal jetzt hier ganz kurz mal langschleichen. Wow, ist das die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. Ja. Also, dicke Mauern. Viel abgesperrt. Mit einer Warnung. Kid on site. Okay. Gut. Lass uns mal ein bisschen recherchieren. Wir hier was Tolles finden. Natürlich nicht. Es sieht aber gefährlich aus. Also, gefährlich, gefährlich. Wir müssen jetzt mal ein bisschen schauen, ob wir hier irgendwo was finden. Ja, Risse, wunderbar. Ja, die Taschenlampe war auch schon mal ein bisschen besser. Also hier haben wir eine Nachricht, aber die gucken wir uns gleich mal an. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir hier irgendwelche guten Loot-Stuff finden. Nope. Ach, riecht es Liebe. Du machst Schubladen auf und du findest nichts. Ja, das habe ich schon bei Part 1 geliebt. Und liebe ich bei Part 2 genauso. So, lass uns doch mal die Notiz hier angucken, was wir hier feinet haben. So, wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Kiran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Bitte was? Was für Kilo? Okay. Kilo Klamotten. Oder, weil wir das letzte Mal gefunden haben, Kilo Gras. Who knows, who knows? Also Soldaten sehen wir ja gar keine mehr. Dementsprechend können wir auch dem Compagnon auch nichts geben. Können wir hier... Hallo? Durch diesen kleinen Spalt kann ich nicht, aber ich muss hier hochhüpfen, oder was? So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder was Neues. Und zwar ein Comic. Mein Gefallenes. Fedras Stufen der Infektion. Infektion Stufe 1. Der Cordyceps hat die motorischen Funktionen des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Haben wir, glaube ich, vorhin, wo wir Abby gespielt haben, kurz gesehen mit dieser Horde. Ja, die haben uns das eine Mal gut überrannt. Vor 2, 3 Folgen. Infektionsstufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und Angreifen der Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von den Seiten oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung überprüfen. Na, wunderbar. Infektionsstufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echoortung auf.
Auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Na, das sind, glaube ich, dann die Klicker. Selten aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark, können säurehaltige Geschosse schleudern, nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Das hört sich an wie die dicken Fetten, die wir aus der ersten Folge hatten. Diese, pilzüberwucherten, ja, Fettsäcke. Ziemlich leergefickt ist gut gesagt. Ich kann hier die Schubladen aufmachen, wie ich will. Ich finde hier nichts. Okay. Also, du hast hier irgendwo ein Loch gesehen. Line forms hier. Okay, hier kannst du auf jeden Fall rein. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich jetzt schon will. Möchte ich das? Oder möchte ich einfach nochmal hier hochklettern? Weil hier oben irgendwie vielleicht noch Bauteile sind oder so. Nee. Nee. Aber welchen Grund hat es, dass wir hier hochkommen? Kann ich hier auch noch hochklettern? Nee. Also, da führt eine Leiter hoch. Aha. Aha. Okay, dann lass uns doch mal kurz erkunden. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt ein kleines bisschen Jump-and-Run-Action hier durchspielen. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Wir gehen jetzt erstmal hier nach vorne. Eieiei. Die Jungs und Mädels haben auch schon mal bessere Tage hinter sich gehabt. Hier gibt es noch einen Eintrag. WLF. Ach, guck mal, hier steht sogar das Zeichen von den... von den Leuten. So, dann lass uns doch mal kurz den Tagebucheintrag mal reinschmulen. Trespass. Was haben wir denn hier so Feines? Ich kann nicht schlafen, andauern. Oh, what? Da war ja. Ich kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Sei den Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gerne eine Freude machen. Yakima, wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen. Also, Daumen drücken. Und Eindringlinge werden sofort getötet. Wie viele seid ihr? Wie viele habt ihr getötet? Was gibt's denn sonst noch Feines? Alter, hat sich hier viel aktualisiert. Okay, jetzt sind wir erstmal hier im Vorlesen. Idaho. Idaho Falls. Dina hat heute 3 Hasen gefangen. Ihre Schwester hat mir mal gezeigt, wie man diese speziellen Fallen baut. Sie sind echt effektiv. Ich habe immer noch keinen Appetit. Ich muss mich zum Essen zwingen. Twin Falls. Wir haben einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Wenn das Tommys war, ist er uns vermutlich nur einen Tag voraus. Wir nähern uns Boise. Dina möchte auf keinen Fall durch die Stadt, aber ich will keinen Umweg machen, der uns 2 Tage kostet. Diese Jäger wollten uns überfallen. Die Arschlöcher hatten keine Chance gegen uns. Wir haben nach Vorräten gesucht und ich habe Dina angesehen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mitgekommen ist. Ich liebe sie wirklich. Baker City. Heute haben wir eine Herde Wildpferde gesehen. Sie waren scheu, bis Dina sie mit ihren paar Früchten angelockt hat, die wir gefunden hatten. Danach sind sie uns eine Weile gefolgt. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich habe sie noch nie so lächeln gesehen. Zumindest einen halben Tag lang habe ich nicht an die WLF oder Joel gedacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen deswegen. Musst du aber gar nicht haben. Ja. Das mit Joel wird eine... Da brauchst du eine Weile, um das zu verarbeiten. Aber, das kommt. Man sagt nicht umsonst, Zeit heilt alle Wunden. Das ist wirklich so. Irgendwann vergisst man nicht, sondern versucht wahrscheinlich damit zu leben. So. Dann lass uns doch mal weiter gucken. Und zwar, wir haben vorhin einen kleinen, schönen Weg gesehen. Und zwar
Wenn wir hier oben raufkommen würden, auf dieses... auf diesen Vorbau, dann müsste ich eigentlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, von hier aus darüber springen können, richtig? Ernsthaft, Ellie? Mach mir hier die beschissenste Mühe, um dich hier irgendwie hochzukriegen und dann springst du einfach links davon runter. So, jetzt kommen wir hier hoch, zack, wieder hier hoch. Lara Croft-Style. Na, guck mal, Dina ist nämlich schon da. So, wie wär's damit? Jawoll. Was mich jetzt gerade noch wundert, ist, ich war gar nicht... Ah, okay, komm. Müssen wir nochmal mitgehen? Sorry dafür. Arrestzellen, genau. Vielleicht finden wir hier aber noch was. Genau, wieso, was hier? Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, dass wir hier nochmal runter sind. Weil Loot, ne? Loot, Loot, Loot. Ja. Okay, also ich kann wahrscheinlich auch hier hochklettern. Okay, ich habe mir das vorher ein bisschen umständlich gemacht. So. Und Ferdi lassen wir da, oder was? Genau. So. Weil hier gibt es jetzt die Wonderful Lighter. Hallo? Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Wo wir jetzt hier hochkommen und wo wir uns jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen können. Was uns da drin erwartet. Ja? Wir suchen hier aber noch die WLFs und die WLFs, die... Ja, versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Und die schießen ja ohne Kommentar. Ne? So heißt es ja zumindest hier bei der Schrift. Und daher gucken wir mal. Nein. Wer sagt denn, dass du da wieder reingehen sollst? Ich möchte hier einfach nur genug Anlauf haben, um das auch zu schaffen. Also auf jeden Fall nicht, kein Spiel für Leute mit, Höhenangst. So, und jetzt? Ah, lol. Jetzt muss ich da rüber, um dass ich denn, okay. Wait a second. Lass ich mal hier runter. So, und jetzt lass mich raten, hier muss ich jetzt, kann ich schon was hier machen, ja? Ja, genau, okay. So, kommst du hier hoch, ja? Ja, ey. Ellie, aka Lara Croft. Ja, ja, ich hab's geschafft. Alles gut, alles easy. War recht knapp. Ja, ja, ist easy going. So, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich jetzt da runterfliege. Kann ich hier irgendwie hoch? Und hier soll keiner sein? Das ist mir zu ruhig. Das ist mir... Genau, das sind diese Wichser, denke ich mir auch gerade. Das ist mir eindeutig zu ruhig. Aber eigentlich... Oh, ich hab zu wenig Munition. Das ist so... Ich könnte kotzen, Alter. Kann ich hier noch hochklettern? Guck mal an. Klettern wir doch mal noch höher. Vielleicht sehen wir ja da ein bisschen mehr. Leider habe ich kein Zielfernrohr. Ich würde gerne... ein Zielfernrohr haben. Ah, guck mal. Hier gibt es noch ein paar Sachen. Wie das da und eine Sammelkarte. Yay! The Chess Master. Oh yeah. Der Schachmeister. So, dann lass uns noch mal kurz durchlesen. The Chess Master. Echter Name. Gallop Sophos. 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 Geil. Firewall. Intelligenz 100, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit keine. Nach einem Zusammenstoß mit dem Mut
multidimensionalen Helden Tesseracta konnte das kriminelle Superhirn Celeb Zophos plötzlich jede mögliche Auswirkung seiner Entscheidungen sehen, bevor er sie getroffen hatte. Da er jetzt Dutzende von Zügen im Voraus sehen kann, nennt er sich seither Chessmaster. Seine neue Fähigkeit hat aber auch ihren Preis. Er hat zwar ein Vermögen damit gemacht, anderen Kriminellen bei der Planung ihrer Verbrechen zu helfen, doch das Wissen um alle möglichen Folgen einer Entscheidung hat ihn zur Unentschlossenheit verdammt. Er schafft es nicht, seine Kraft für sich selbst einzusetzen und ist darauf angewiesen, dass andere für ihn entscheiden. Er ist trotzdem ein Schurke. The Chessmaster. Geil. So, was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir noch eine... Ah, meine Nase juckt. Ah. So, lass uns noch mal gucken. Zelda, wenn deine Einheit das Tor eingenommen hat, öffnet es und stimmt euch mit Johns Einheit ab. Unser Spitzel unter den Flüchtlingen sind bereit. Niemand von Fedra soll überleben. Sobald ihr alles unter Kontrolle habt, bietet den Flüchtlingen im Gegenzug zur Loyalität mit der WLF die Aufnahme bei uns an. Dein Überleben sei lang. Isaac. Also, Fedra und WLF anscheinend auch wieder, ja. Also die einen haben sich wieder gegen die anderen aufgebüllt. Die wollten das Ganze wieder übernehmen, wie auch immer, ne? Das ist ja so selten. Und dementsprechend, ja, ist hier anscheinend das Tor unbewacht. Was mich auch ein bisschen wundern würde, wenn das Tor unbewacht ist, weil es ist ja der Zugang. Was? Der Zugang. Ja, toll. Na, toll. Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Ja, jetzt bin ich ja wieder an so einem Point of No Return. Also, hier gehen wir jetzt mal ein bisschen behutsamer um. Softer. Was ist das hier? A brick? A brick and a Flasche. So, lass mich raten. Ich komme hier nicht rein. Weil verschlossen. Aha, und das ist alles abgeschlossen. Kann ich das hier? War das gerade ein Nachladen? Komme ich jetzt auch nicht rein, oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, komm. Machen wir erstmal hier auf. Damit wir hier ganz schnell wieder im schlimmsten Fall uns verkriechen können. Beziehungsweise, ja, verkriechen ist gut gesagt. Haben wir hier noch was? Hier haben wir noch eine Notiz. Oh, sieht aus wie Codes. Wann das wohl geschrieben wurde? Die Seravina-Basis. Seravina. Haupttor 0512 Nord 01382 Nord 1 Ost 1 Ost 2 WE West West Wenden. So, dann lass uns doch mal gucken, was steht denn hier drin? Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus der Kuppel und bringt es zum Versteck in der Seravanne-Basis. Also das sehen aus wie Codes. Cleared Zones. 201, 209. Okay. Okay. Also die Zonen sind nicht alle gecleared. Wie soll es auch anders sein? Ich bin am Überlegen, ob mich hier irgendwelche, Das ist mein Generator. Fallen, nachher, erwarten. So, okay, Generator. Oh.
Timing verpasst. Nochmal, ey, so. Eins, zwei, drei. So, wow. Der Generator ist an, aber, Freunde der Sonne, hier, der Kabel ist noch nicht dran. Ja, dann muss ich mich hier rein, ne? Oh, Mist. Deswegen immer wichtig, Kinder, ne, falls ihr zugucken solltet, erst das Kabel stecken, dann den Generator anmachen, ne? Man muss da auch ein bisschen mitdenken. Ansonsten könnte es zu einem Stromschlag kommen. Gerade bei so einem Generator, den du da hast, ist ja mal... Ist jetzt nicht der, ja, der macht ordentlich Strom. Was ist denn hier drüben? Achso, hier drüben. Hey, alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Wer ist denn wir? Warum sagst du jetzt, wir glauben an dich, wenn wir nur zu zweit sind? Hä? Dann ist sie doch nicht alleine da draußen. Also ja, okay, das Pferd, aber ganz ehrlich, Pferd, hallo? Den Button will ich noch nicht klicken, weil ich gehe mal von aus, dadurch wird dann wieder eine wunderschöne Sequenz getriggert. Vorher wollen wir hier erstmal noch ein bisschen was erkunden. Guck mal, gab es jetzt hier hinten eigentlich noch was? Ich weiß nicht, ich halte mich manchmal ein bisschen länger auf, gerade beim Erkunden. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen, ihr verzeiht mir das Ganze. Saft. Aha. Das heißt also, ohne den Generator kann ich gar nicht agieren. Das heißt, ich muss den Generator da drüben eigentlich hier rüber packen. Ist das richtig? Kann ich den hier rüber transportieren, ist jetzt die Frage. Nein. Kann ich das Kabel mit hier rüber transportieren? Na, komm mal mit. Nö. Then wait a second. Kann ich denn hier rüber klettern? Nein. Kann ich hier rüber klettern? Nein. Oder? Oder nein. Gibt's hier noch eine längere Stromkabel? Dass ich zum Beispiel hier das Ding anstecken kann und damit dann verlängert bekomme, damit ich das Ding hier... hinten reinklatsche. Auch nicht. Also. Jetzt bin ich ja mal ein bisschen aufgeschmissen. Da muss ich ja mal ganz klar sagen. Nee. Spring doch nicht immer runter. Mädel. Hör hier auf. Danke. So, was ist, wenn ich jetzt den Knopf einfach drücke? Passiert wahrscheinlich nichts. Habe ich mir gedacht. So, weil fehlt uns der Strom. Für das Tor. So, ich bräuchte aber entweder ein Verlängerungskabel, einen separaten Generator oder irgendwas anderes. Wie läuft's? Ja, beschissen. Sonst wäre das Tor schon längst offen, du Vogel. Fragst du so bescheuert. Ist die Frage, kann ich einfach hier hinten irgendwas finden? Wahrscheinlich nicht. Okay, also hier komme ich nicht rüber. Gut.
Könnte ich denn mal davon ausgehend, wenn ich das Kabel hier nehme, könnte ich das Kabel eigentlich hier rüberschmeißen? Ja. Ah, okay. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Dann läuft das Ganze nämlich doch ein bisschen einfacher als gedacht. Aber an dieses diese Mechanik habe ich gar nicht gedacht, so wirklich. Ja? Geil. Geil. Hat Naughty Dog auch mal wieder was Cooles gebaut. So, lass uns mal gucken. Tor öffnen. Klatsch. Passwort. Ja, dann. Achso, Passwort. Warte mal. Noch mal ganz kurz nochmal in meine Documentation gucken. Because of Zahlenpasswort lag er hier. Ne, Joels Uhr nicht. Wieso ist das noch? Warum ist Joels Uhr noch? Kontrollpunkt Torcodes. So, wir brauchen für Main Gate 0512. Okay, dankeschön. Das war's schon. Also, gehen wir mal ein. 0, 5, 1, 2. Ja. Gut gemacht. Verschwinden wir hier. Das war ziemlich laut. Ach was. Hatte ich jetzt nicht gedacht, dass der ziemlich laut war. Lass mich mal hier auf mein Hotte-Hü. Ist ja mein Pferd, nicht deins, ne? Ja. Weg da. Was jetzt? Da war so ein Zettel. Hier. Stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein WLF versteckt gibt. Seravina. Und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden. Und sehen dann weiter. Dann los. Ja, zum Reden bringen ist jetzt so eine Sache, ne? Also. Klar, man ist pisst und klar, man möchte Antworten haben. Vor allen Dingen möchte man ja diese Abby finden. Also ich möchte Abby finden. Und möchte mit Abby einfach nur mal so ein kleines Teekränzchen führen. Naja, so ein bisschen erzählen. Warum, wieso, weshalb und was so ihr Problem ist. Und also da möchte man einfach nur mal so ein kleines Pläuschen einfach halten. Wo ist jetzt Dina schon wieder hin mit dem Pferd? Ach da. Und da möchte man einfach so kurz ein bisschen schnacken. Ja, gar nicht so lang, sondern einfach nur so schnacken. Gate East 2. Also wir haben jetzt überall hier diese Codes. Jetzt ist die gute Frage der Fragen. Müssen wir jetzt durch alle Tore einmal durch und dann diese Codes da eingeben? Pferdi? Für Pferdchen? Pferdchen? Danke. Oh shit, da. Seravina Hotel. Seravina Hotel. Also, WLF, sehen wir da hinten wieder okay. An der Wand? Suchen wir einen Weg vorbei am, Fuck Fedra Tor. Sehr kreativ. An dem Fuck Fedra Tor. Genau, ja. Den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Nee, will ich mir eigentlich gar nicht aus der Nähe anschauen. Aber ich muss mir das aus der Nähe anschauen, anscheinend. Aber erstmal gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Da liegt doch was. So, was haben wir denn hier Feines? Wir haben... Idioten. Was ist denn mit euch los? Nein. Ich will doch gar nicht... Mann, ich will jetzt das Blatt Papier, was wir gerade hatten, will ich gerade mir durchlesen. So, Federer. So, da haben wir es doch.
Seattle QZ Volkszählung. Juni aufgenommen 20, abgelehnt 5, ausgewiesen 10. Juli aufgenommen August, okay, also hier werden wir, sehen wir ganz klar, aufgenommen 00000 am Ende. Abgelehnt so und so, ausgewiesen, boah, steigt durchgehend. Sergeant Ward. Die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinie durch die WLF zusätzlich zu den Angriffen der Infizierten und den Sporenverseuchungen hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentliche Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Halten Sie die Stadttore bis auf Weiteres für Neubewerber verschlossen. Um die angespannte Versorgungslage zu entlasten, fahnden Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie diese aus. Alle Klasse 2 Verbrecher können ab jetzt aus der QZ verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp. Lieutenant Torres. Geiler Name. Okay. Also, Lieutenant Torres sagt alle Verbrecher Klasse 2, was auch immer das ist. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Aufzählung, was Verbrecher Klasse 2 sind. Die sind, auszuweisen aus der Stadt. Klasse 2 könnte jetzt heißen entweder Mord, Totschlag, kann aber auch schon heißen einfach nur Raub. Okay, dann mal los. Also nur, mal davon abgesehen. Nur Raub. Was ist das? Oh, kein Benzin. Kein Benzin mehr. Ja, ja, ja. Gott verdammt. Gott verdammt. Oh, Whisky? Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Ja. Gerichtsparkhaus, ja. Und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Nicht ganz. Der Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Also, wir können ja mal aus Spaß... Mal euch hier. Achso, auf dem Pferd kann ich nicht in mein Inventar zugreifen? Was ist das für ein Scheiß? Also, das sieht aus wie ein Gerichtssaal, eventuell da hinten. Warum steht das Auto so? Warte mal. Da machen wir hier mal ganz kurz. Okay, kann ich nicht. Ich bin echt am Überlegen. Weil wir müssen jetzt hier hin. So wie ich mir das vorstelle, kommen wir hier dann nachher. Also, wo sind wir? Also. Ziemlich sicher etwa hier. Ah, okay. Cool. Da markiere ich das mal. BLF. Fuck Federal Gate. Finde ich schon mal geil, dass die Karte, ich sag jetzt mal geil, ein bisschen dynamischer wird. Macht das Ganze natürlich super interessant. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Müssen wir in das Parking-Slot da oben links hin? Marion Street Avenue, Madison Spring... Okay, also wo wir hin müssen, werden wir uns auf jeden Fall nachher nochmal angucken, ganz in Ruhe. Das soll aber erstmal heute für die jetzige Folge das erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet wieder ein in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Last of Us Part 2. Und bis auf Weiteres sage ich erstmal, reingehauen!